Hallo, ich bin Nathalie und mit meinen beiden kleineren Kindern des Öfteren allein unterwegs. Seit ein paar Wochen nun mit dem Qtus Duett Pro. Ist ein sehr schickes Modell, muss ich dazu sagen. Anfänglich musste ich mich an die Länge gewöhnen, aber nach ein paar Spaziergängen ging das auch. Ihr erkennt es, nach 20 Minuten spätestens kommt eins der Kinder und will dann doch in den Buggy, hat aber immer nur Platz für ein Kind und landet dann auf den Arm. Jetzt sind beide zufrieden und die Mama dann auch. Die Kinder sitzen hintereinander, dadurch ist der Buggy, der Doppelbuggy, auch nicht breiter als jeder einfache Buggy. Und durch die großen 360-Grad schwenkbaren Räder lässt er sich wirklich bequemlos um jede Ecke manövrieren. Gerade so Kinder im Buggy-Alter wollen ja auch mal in andere Richtungen sitzen und man kann so beide Sitze in beide Richtungen verstellen und das ist natürlich klasse. Genauso die Rückenlehnen lassen sich ganz einfach mit einem Knopfdruck nach hinten legen und zwei Positionen gibt es da, also kann das Kind auch bequemlos dort drin schlafen. Vorteile gegenüber anderen Buggys sehe ich ganz klar, dass der wirklich einen riesengroßen Einkaufskorb hat, also lässt sich alles gut verstauen, das Dach komplett über den ganzen Kopf geht, ist auch so komplett geschützt und der für so einen großen ein Doppelbuggy ganz leicht zusammenzuklappen ist und dann auch in jeden Kofferraum reinpasst. Was mir aufgefallen ist, dass wir ihn nicht nutzen können, bis mein Sohn 4 Jahre alt ist. Also da, also mit 3 ist da dann, glaube ich, dann doch Schluss bei uns. Deswegen werden wir ihn jetzt noch weiterhin viel nutzen. Ja, weil wir alle sehr zufrieden damit sind und die Kinder ihn auf Anhieb lieb gewonnen haben.